Und herzlich willkommen zum Katastrophen-Let's Play. Warum muss das immer so eskalieren? Ich wollte doch nur ein bisschen was mit Mesekon bauen. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Eine Katastrophe. Ah, tja, tja. So, erstmal ordentlich Kabel hier. Was ist denn hier los? Okay. Ich will nicht mehr. Tja, versetzen wir jetzt die Tür oder? Was eigentlich gar keine dumme Idee wäre. Mir gefällt sowieso nicht, dass die Tür so direkt in die Ecke gequetscht ist. Die Sache war ja, es ging ja hier vorne nicht anders. Aber mittlerweile haben wir ja, weil hier frei geworden ist, haben wir hier den Platz und könnten hier eine Tür reinsetzen. Müssen wir die jetzt aber überall versetzen. Oh Mann, oh. Warum? Jetzt müssen wir auch hier unten alles. Ich will nicht mehr leben. Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Willkommen bei den durchgeplantesten Let's Play aller Zeiten. Ich präsentiere der Redner des heutigen Abends, Ronny Bartmann. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie nicht ihn, sondern bringen Sie sich einfach selber um. Tür, danke. Nein. Ist der schöne Tag zum Sterben, so macht das Leben doch keinen Sinn. Nein, gib mir mein Holz wieder. Ich will mein Holz zurückhaben. Ja, die Dinger kann ich auch rekombinieren. Also jetzt gerade nicht, weil alles voll ist, aber später irgendwann mal. Ich verspüre gerade so eine gewisse, ich weiß nicht, wie man das nennt, so einen ganz, ganz tiefen und dumpfen Hass. Also, so wie wenn man sich so denkt, könnte ich einfach alle Menschen mit einmal sterben? Oh mein Gott, Ronny, bist du gerade dabei, Terrorist zu werden? Ja. Ich bin Terrorist und werde meinen Test in die Luft sprengen. Dann platziere ich irgendwo aus Versehen ein bisschen TNT. Denn das ist mein Klientel. Das ist ja gut jetzt. Tja, die Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Sehr schön. Was ist überhaupt richtig hier? Ja, noch richtig. Ich will nicht mehr. Warum ist das Leben so unfair? Ah ja, wenigstens sehen jetzt die Türen besser aus. Also, ne, dass die nicht mehr so in die Ecke gequetscht sind. Also einen Vorteil haben wir schon mal, auch wenn es jetzt ein bisschen Bauarbeit bedeutet. Ich mache am besten gleich hier alles mit einmal. Muss ich hier nicht mal das Werkzeug durchwechseln. Ach, hier wird es immer noch in die Ecke. Ach, scheiße, die Wand dann. Ist jetzt egal. Jetzt ist zu scheiße. Meine Spitzhacke ist kaputt. Wir haben auch keinen Ersatz dabei. Hä, wo ist denn die Diaspitzhacke? Nicht mal Diamantspitzhacke, wo sind die jetzt? Ach Gott, Alter. Danke. Ah.
wie langsam die ist. Alter, jetzt sind wir wieder mit so einer richtig guten alten, weiß nicht, Steinspitzhacke oder so eine Holzspitzhacke arbeiten. Weißt du, da bist du gerade richtig im Flash, weil du hier mit Rainbow Ore gearbeitet hast und dann. Nani? Lalalala. So, dann heißt es jetzt Türen. So. Hey, da fehlt ja auch noch Holz. Ach so. Dachte schon, ist verloren gegangen. Nein. Bitte komm zu mir. Dankeschön. So. Ein Träumchen. Ein Albträumchen. Oh, hier ist zwar jetzt in die Ecke, aber ganz ehrlich, das geht. Das kann man so machen. Das kann man so anbieten. Nur halt hier oben mit dem Glas hätte es halt nicht gepasst. Das hätte halt, naja, nicht so schön ausgesehen. Jetzt sieht es schön aus. Jetzt ist alles in Ordnung. So, und jetzt kann ich auch endlich mal hier weitermachen. Indem ich die Dinger davor packen kann. Achso, halt mit dem Replacement Tool bitte. Wo ist denn das denn schon wieder? Achso, ja. In meine Duster. So. Perfekt. Oh, es ist perfekt. So, dann machen wir hier auch gleich. So und so. Und dann kommt hier das dagegen so. Das klug? Doch, das war klug. Ja, ich lasse es einfach. Ja. Ich muss das um noch versetzen. Oh. Oh, komm mit. Hä? Ach, das war das Falsche. Das da. Dankeschön. Sehr gut. So. Ab zum nächsten Raum. Jetzt fühle ich mich wie so ein, hier so ein Elektronikinstallateur. So das ärmste Glied in der Menschheitsgeschichte. Schnauze da draußen. Komm gleich mal mit Glücklichkeit hier, hat sich rausgeglücklicht. So, diese Mesekonlampen waren aber achteldicke, ne? Ja, genau. Das heißt, da haben wir zum Glück keine Verschwendung. Hä? Wie lange? Ach so. Genau, jetzt haben wir 8. Dachte gerade schon. Da. So, das heißt dann so und so. Dann 1, 2, 3, 4. So und so. Und dann die anderen auch hinterherziehen. Ach komm jetzt. Oh. Mein Leben ist ein Albtraum. Oh, Alter, willst du mich hier verarschen? So, dann brauchen wir jetzt hier, nee, doch.
So, na gut, den Ober hätte ich lassen können. Da brauche ich jetzt dich. Du kommst. Wo bist du denn jetzt? Ach, oh, da drunter. Da. Jetzt muss ich umverkabeln. Upsala. So, wo kommt denn das Kabel raus? Das Kabel müsste hier irgendwo rauskommen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier. Ah, genau. Glück gehabt. So, da. Genau. Nein. Doch, müsste paar. Nein. Ach, keine Ahnung. Nee, passt nicht. Da muss noch eins drauf. Perfekt. So. Ach ja, die Dinger sind ja nicht begehbar. Da fällt es einfach durch. So, jetzt folgendes. Du kommst dahin. Du wirst einmal zurecht gedreht. Achso, habe ich das schon? Nein, Schraubendreher brauche ich. Ich bräuchte echt so eine, diese Mod, wo du unten statt 8, 16 so eine Dinge hast. Manchmal wünsche ich mir die. Ich finde die zwar kacke, diese Mod, weil das halt nicht authentisch aussieht und auch scheiße aussieht. Weil hier hast du halt 8er Reihe und unten hast du eine 16er Reihe auf einmal. Ich weiß, das ist nur eine Ausrede. Aber jetzt wäre ich halt ultra froh drüber. So, tada! Leuchtet das da durch die Platten durch? Das Mesekon? Nee, Mesekon ist ja aus. Es leuchtet hier durch die Platten durch. Ja gut, es kann natürlich sein, weil da oben das Sonnenlicht reinkommt und die Platten, die stoppen das Licht nicht so sehr. Deswegen hast du auch, wenn du ein Dach komplett aus Treppen baust, das Dach, und nur quasi, also unten, also eine Reihe Treppen hast als Dach, dann kommt das Sonnenlicht komplett durch. Also nicht komplett, es wird ein bisschen reduziert, aber du hast halt im Gebäude komplett Sonnenlicht. Und genauso ist es halt auch mit den Platten. So, der nächste Raum ist fertig. Yay. So, hier müssen wir auch wieder verkleiden alles. So. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt. Komme mir gerade wirklich vor wie so ein Elektroinstallateur, ne? Hier so Wände aufstellen, Kabel verlegen, wieder zuputzen. Das ist genau das, was ein Elektroinstallateur macht. Und ja, ich war mal für kurze Zeit Elektroinstallateur, weil ich auf den wirklich dummen Rat eines jemanden gehört habe. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ich persönlich wusste ja schon, dass Elektroinstallateur, ne, ist ja eigentlich Stark, also Quatsch, nicht Starkstrom, also 230 Volt Technik, und 230 Volt Technik interessiert mich persönlich jetzt gar nicht. Ich bin so eher so der Feinelektroniker. Niederspannungsspezialist, also eher so Mikrocontroller und ne, so Platinschaltungen, also das, was in PCs drin ist, das, was, ne, also klassische 5 Volt, 12 Volt Technik, also eher 5 Volt, aber auch 12 Volt Technik, meinetwegen. Und da habe ich mal gehört, ne, Elektroinstallateur, ja, ne, kannst du ja als Beruf machen, da verdienst du ganz viel. Und da hast du auch mit deinem Traum zu tun, so Elektroinstallationen und sowas alles, ist ja Elektronik. Ja. Und ich dachte mir schon so, will ich das wirklich machen?
weil, wie gesagt, eigentlich nicht so 230 Volt nicht so meins. Und ja, irgendwie habe ich die Personen doch überredet, dass ich das mal probieren könnte. Was? Auch schon wieder falsch rum. Da dachte ich mir so, okay, komm, probier's einfach mal. Und habe ein Praktikum gemacht. Ne, macht man ja auch so, wenn man nicht weiß, was halt ein Berufsfeld bringt, machst du natürlich erst ein Praktikum, dafür ist es ja da. Und da habe ich gesehen, dass das Elektroinstallateur so ziemlich der undankbarste Job ist, was Elektronik angeht, weil du hast mit Elektronik genau gar nichts zu tun. Also, die einzigen Tätigkeiten, die du oder die ich da gemacht habe, also nicht nur die ich da gemacht hatte, ich meine, ich als Azubi mache sowieso weniger als die anderen, aber auch die anderen haben nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit wirklich ununterbrochen nur Wände aufzustemmen, die entsprechenden Kabel einzuziehen und die Wände wieder zuzumachen. Und die Kabel einziehen dauert jetzt eher so, naja, 5 Minuten oder sowas. Das heißt, die meiste Zeit, ja, ich mache hier auch welche, damit es gleichmäßig aussieht. Das heißt, die meiste Zeit bist du tatsächlich damit verbracht, oder beschäftigt, dass du halt wirklich nur Kabelkanäle aufstemmst. Also, ne, da wo die Kabel später in der Wand lang gehen sollen, die Wände aufbohrst. Also mit einem, wie heißt das Ding? Na, Presslufthammer quasi. Nur halt kleiner. Und das staubt ultra. Dir ist irgendwann die Nase zu, weil, ne, wegen Staub und so. Haben wir jetzt alles? Doch, sieht gut aus. Sieht aus, als wenn wir jetzt hier unten soweit alles hätten. Nice. Und ja, wie gesagt, du hast mit der Technik als solches halt nur damit zu tun, dass du nach, weiß nicht, nach 2 Stunden Wände aufstemmen. Hast du mal 5 Minuten Kabel verlegen und dann wieder 1 Stunde alles zumörteln. Das heißt, von, weiß nicht, 3 Arbeitsstunden hast du 5 Minuten Kabel verlegen. Und da denke ich mir so, okay, erstens Kabel verlegen ist jetzt nicht wirklich das, was jetzt meine Spezialität ist, weil meine Spezialität ist eher Rohr verlegen, aber das ist eine andere Sache. Nein, ich war, Kabel verlegen ist halt so, wow. Da kannst du auch zu Hause ein paar Knipperdrähte einfach irgendwo hinpacken. Ist genauso spannend. Du hast das Einzige, was du halt hast, ist, dass du ab und zu in der Wohnung halt auch mal, weiß nicht, den Sicherungskasten neu verdrahtest. Das ist dann wirklich wiederum ein bisschen spannend, aber ist halt ultra selten. Das ist quasi genauso wie, weiß nicht, auch schon Automechatroniker. Ist genauso undankbar. Ne? Du denkst, jo cool, als Automechatroniker, da arbeitet. Ach stimmt, wir haben hinten noch die Decke vergessen. Kann das sein? Oder haben wir die auch schon gemacht? Die Decken haben wir überall schon drin, ne? Hier haben wir auf jeden Fall. Im nächsten Raum auch. Ich mach mal Licht an. Und hier haben wir es. Doch, hier haben wir es auch schon gemacht. Klar. Ja, okay. Als Automechatroniker, da bist du quasi, ne, die meisten denken dir immer, oh geil, kann ich an Autos, an Motoren rumschrauben, ne, so voll Türen und so. Nee, kannst du nicht. Also kannst du zwar schon, das machst du aber nur so ungefähr 0,3% deiner gesamten Arbeitszeit. Von 1000 Kunden bittet dich vielleicht einer darum, den Motor zu reparieren. Die anderen 500 Kunden von, nee, die anderen 999 Kunden von 100 Kunden bitten dich eher um sowas wie Öl wechseln, Reifen wechseln. Bremsen austauschen, also auch wechseln. Ja. Hat voll viel mit Tuning und so zu tun. Ah ne, der hätte hier da bleiben können. Ich hätte den wegmachen müssen. Deswegen ist mittlerweile, ne? Also, ja. Elektroinstallation definitiv nicht meins. Sorry, aber nein. Tada! Können wir eigentlich hier überall gleich die Wände aufstemmen? Dann kann ich es. Mach dich so vielleicht ein bisschen schneller und besser und überhaupt. Nein, ich wollte dich wegmachen. Einholen so.
Jetzt kommst du. Brauchen wir hier ein. Jetzt bin ich hier schon im Massenproduktionsmodus, so drei Räume mit einmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. So, jetzt müssen wir bloß noch die Lampen hier machen, rausnehmen. Und dann die neuen Lampen reinpacken. Geht ja ab hier. Tja, unser Clean Zone ist bald zu Ende. Wobei, nee, wir haben davon noch in den Backpacks, haben wir noch ein bisschen was. Muss ich mal gucken. Bitte sag ja. Nein. Doch. Weg mit dem Schaumdreher. Braucht keine Sau. Überlegen. So, wir machen erstmal so, so. 1, 2, 3, 4. Was ist richtig? Ja, doch, ist richtig. So, so. 1, 2, 3, 4. So, so. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommen die ganzen anderen Blöcke. Ach Gott. Digga, wenn du so die ganze Zeit gegen die Decke guckst, kannst du doch im Kopf ein bisschen kirre werden. Ist so komplett so verdrehte Realität. Na gut, Realität bei dem Spiel. Ich glaube mal, das ist nicht unbedingt das Wort, was man da in erster Linie benutzen würde. Hä? Wieso lässt er ab und zu einen Stein aus? Ich dachte, das passt genau überein mit der Platzierungsgeschwindigkeit und dem Setzen der Blöcke. Na gut. Muss ich halt ab und zu noch einen Stein manuell nachsetzen. Aber an sich geht das schon. Gott, sind wir schnell. Warum sind wir gerade so schnell? Tja, Massenproduktion geht halt doch relativ. Na! Scheiß Tür. Ah, in der Tür hängen geblieben. Ernsthaft jetzt. Perfekt. Ach, Alter. Ich werde mal für die unteren Räume müssen wir auf jeden Fall neues Cleanstone holen. Das hier oben reicht zwar noch. Also für hier oben reicht es noch. Sind ja gleich fertig. Aber für unten. Ich meine, wir haben jetzt noch unglaubliche 10 Steine. Das wird voll reichen, ne? So, und jetzt kommt das mit dem Kopieren dieser komischen Platten. Da fange ich mal mit der Seite hier an. Das Problem ist, durch die Platten kann man leider nicht mehr durchlaufen. Beziehungsweise leider, zum Glück kann man da nicht durchlaufen. Das heißt, nachdem ich die Seite gemacht habe, muss ich dann durch die Türen immer durchgehen, um in die jeweils anderen Räume zu kommen. Schade, aber ist so. So, jetzt muss ich noch die anderen kopieren. Die hier. Und dann haben wir die offenen Räume fertig, was die Elektrifizierung angeht. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Ist das nicht genial? Nein, bei der Tür habe ich noch dran gedacht. Fick die Henne. So. Eins, zwei, drei, vier. Perfektion. So, und hier, also wie sieht man ja eh später von. Doch, alles gut. Dachte gerade, ich habe noch nicht die Platten drauf gemacht, aber alles gut, habe ich gemacht. So, kann ich jetzt hier mal an die Wand dran vorbei und Uhr. Moment mal, habe ich denn schon die Verdrahtung gemacht? Nee. Dann muss ich noch die Verdrahtung machen. Ha! Schau mal, guck. Wow, jetzt aber Hauch.
Da wirst du ja, da wird er mir auf einmal ganz anders. So. Das Käbelein kommt eh mal nach da so. Das Käbelein kommt eh mal nach da so. Und das hier ist irgendwo in der Wand versteckt. Ist das richtig so? Ne, ich muss noch eins. So. Ja, klar, Ronny. Und ist natürlich auch runtergefallen gleich komplett. Because ich can. Ist ja bloß Mesekorn. So wertvoll ist das nicht. Ich fick dich irgendwann. Ich fick dich so richtig hart. So richtig, richtig hart. Wo ist denn das jetzt? So, was wir über machen können, ist eigentlich gleich, können wir hier so komplett nach unten ziehen. Habe ich jetzt hier rein zufällig noch die richtigen kopiert? Nee, ne, ich habe jetzt gerade die falschen kopiert. Aber wisst ihr was? Ich mache einfach manuell einen hin und kopiere den nochmal. So, jetzt ein paar Mal rotieren. Wo ist der Schraubendreher? Da. Rotate. Und noch zweimal. Genau. Nein, nein, was habe ich getan? Was habe ich. Ich habe doch. Was habe ich denn. Ach, war doch richtig kopiert. So. Jetzt tut es gleich weh. Ich glaube, wir reichen gar nicht bis nach ganz unten. Kann das sein? Ach, du Kacke. Warum hat gerade die Schleichtaste nicht funktioniert? Haben wir Erde dabei? Nein. Dann muss das doch gleich der Clean Zone sein. Because es ist so. So, und dann ziehen wir das hier aber einfach komplett runter. Einfach damit es optisch halt besser aussieht. Macht zwar jetzt technisch keinen Sinn, aber ist halt optisch. Nein, das da. Das da. No. Oh, Alter, klar, natürlich. Dankeschön. So können wir das lassen. So, hier nochmal das Gleiche. So. Ich muss doch nochmal vollen Schluss machen hier. Aber das bisschen kriegen wir hier noch hin. Wie schon wieder extrem daneben zielt. Ich frage mich echt, wann dieser Bug gefixt wird. Oder ob es wirklich ein Bug ist, der nur mich betrifft, was ich mir aber echt nicht vorstellen kann. So. Ja, hier unten könnte ich auch noch so eine Platten einfügen. Wäre vielleicht gar keine so dumme Idee. Habe ich noch zufällig ein Stonebrick dabei? Nee, ne? Nee. Nee, dann lassen wir das auch. So, okay. Das heißt, von außen sieht es auch schon mal in Ordnung aus. Und dann machen wir in der nächsten Folge, die dann nächsten Dienstag kommt. Nee, nächsten Mittwoch. Ne, wollen Montag. Nee, Donnerstag. Genau, wollen Montag bis Mittwoch kommt das Special. Da nehme ich erstmal die ganzen alten Mindtest-Versionen einfach mal so als kleines, ja. Wen es halt absolut nicht interessiert, ne, dann hat er halt Montag bis keine Folgen oder so, keine Ahnung. Oder ich könnte es auch so machen, dass ich immer eine Folge Special mache und eine Folge normale Folge pro Tag. Habe ich quasi auch zwei Folgen pro Tag, aber ist dann halt gemischt. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das auch wirklich so. Ja, doch, wahrscheinlich. Nee, nee. Weil dann komme ich hier im Spiel aus dem Fluss raus. Das heißt, wenn ich hier aufnehme, würde ich gerne am Stück aufnehmen, damit ich einfach mit Gedanken in den Gedanken bleibe. Macht das Sinn? Ich hoffe ja. Und das geht halt einfach so besser. So, was aber nochmal machen, ist hier oben alles testen, ob hier auch überall Licht funktioniert. Sieht gut aus. Na klar. Ich meine, warum soll es auch nicht funktionieren? Hä?
So kompliziert ist die Schaltung jetzt nun wirklich nicht, dass es da was nicht funktionieren könnte. Ganz ehrlich, da habe ich schon viel kompliziertere Sachen gebaut. So mit AND und OR, also, ne, alleine die Schaltung, die wir im Lager gebaut haben, ist komplizierter. Das Einzige, was an dieser Schaltung hier kompliziert ist, ist das Verstecken des Mesekons, dass man das halt nicht sieht. Also quasi, dass das Unterputz ist. Aber ansonsten von der technischen Seite her ist es eigentlich ultra low-bob, was wir hier machen. Aber ich will es trotzdem machen. Einfach damit man auch Licht hat, was man an- und ausmachen kann. Das wirkt so magic. Das wirkt geil. Ha? Okay, dann würde ich mal sagen, sieht man sich nächste Woche wieder. Und dann, ja, in dem Sinne, schau mit V. Bis dann. Tschüss.